Hallöchen, meine Käsekätzchen, willkommen zu einer neuen Folge von The Inner World. In der letzten Folge haben wir Wachen in den Abgrund niedergemacht, den Igel einen Trip verpasst und jetzt sind wir hier bei Remi, Nebo und Laura, also Lauras Vater, im Labor. Wir müssen den Typen irgendwie hier rausbekommen. Ich sehe ja schon, ich sehe ja mal gerade eine Hand, kann man die mitnehmen? Hier, Boxhandschuh. Rein damit. Dr. Remi Nepo, können Sie das hier gebrauchen? Laura, hör auf ihn an zu krabbeln. Der Miep-Typ. Hoppla. Robert, hör auf. Du bringst ihn noch um. Na, dann mach noch irgendwas hier. Hasi, Hasi, Pupsi, Schasi, Mausi, ich habe einen wunderschönen Diamanten für dich. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Wieso, denk an deine Zukunft. Was haben wir denn hier? Mechanische Hände. Die Greifarme scheinen mit seinem Kopf verbunden zu sein. Er steuert seine Hände mit seinen Gedanken. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Fortschrittmäßig, was ist das denn hier, ein Aufzug? Er ist leer, aber ich glaube nicht, dass ich da reinpasse. Okay. Was ist das hier? Ein Gitter? Hä? Ach, hier ist der Miep-Typ. Ach, der ist unten drunter. Komm mal an. Ein seltsamer Typ. Vielleicht ist es ja nur die Perspektive. Aber dieser Kerl sieht unheimlich schräg aus. So schräg kann man gar nicht sein. Fliege. Angucken. Der seltsame Typ jagt sie. Aber ich wette, wenn er sie erwischt, ist er traurig. Ja, da hat er nämlich keine Beschäftigung mehr, so wie das aussieht hier. Hat aber ganz schön viele Nikolaushäuschen gemalt. Was haben wir denn hier? Die Basilenteile, die Remi Nepo baut, werden darauf transportiert. Es hat was Beruhigendes, wenn man sie eine Weile lang anstarrt. Was Beruhigendes? Mir wird das todeslangweilig. Deswegen kann ich niemals in der Fabrik arbeiten. Ich schätze, mit dem Knopf kann er sich den Aufzug rufen. Aha, hier ist aber noch ein Knopf. Ein roter, leuchtender Knopf. Das bedeutet nichts Gutes. Labor? Hier, ich schlag dir Faust ins Gesicht. Das war doch jetzt geraten, oder? Oder auch nicht. Gut, also die müssen wir irgendwie ausnocken, ne? Mit K.O.-Tropfen, aber wie? Noch irgendwas hier, was wir benutzen könnten? Bauplan? Loch. Hier ist ein Loch in dem Loch und ein Fließband. Anschlüsse, Bauplan. Da war mal ein Knopf. Jetzt ist da nur noch ein Loch, das man nicht mehr drücken kann. Kann man nicht irgendwas reintun, wie den Stachel? Das wird nicht klappen. Aber wozu haben wir denn da noch den Stachel? Kann ich die Faust da reinmachen? Und den ausnocken? Dann geh mal her. Der macht das nicht. Wieso macht denn der das nicht? Jetzt mach's. Der macht's nicht. Okay. Er ist leer. Aber ich glaube nicht, dass ich da reinpasse. Wie, was können wir denn machen? Warte mal. K.O.-Tropfen, können wir die einfach da auf den Knopf tun? Nee, können wir nicht. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Fischöl? Oh, das geht wirklich. No! Ja, das sag ich doch mit ihm. Kann man hier nicht irgendwas Fließbandmäßiges? Haben wir da irgendwas noch? Nö. Nein, ich fass da nicht rein. Ich habe keine Lust, dass meine Hand abgeschraubt wird. So schnell wird die nicht abgeschraubt. Laura, kannst du mit mir mal was erzählen, Jo? Laura, willst du nicht doch mitkommen? Nein, er merkt es, wenn ich weg bin. Ich glaube, er würde es nicht mal merken, wenn das Labor in Flammen steht. Also ich glaube, Robert wird da irgendwann eine Schelle von ihr bekommen.
Habe ich irgendwas übersehen, was wir vielleicht noch gebrauchen könnten? Was haben wir denn hier noch? Nichts. Nur das Labor und das Hangar. Gucken wir mal hier ein bisschen mal die Tasten an. Alarmglocken? Nö. Hier haben wir auch nichts mehr. Ach, wir kommen hier gar nicht zurück. Okay. Also können wir ja dann nur in dem Labor was. Oder habe ich noch irgendwas übersehen? Gehen wir zum Zugang. Vielleicht ist noch irgendwas oben beim Treppenaufgang. Also in dem Thronsaal. Müllschacht, Gemälde, Kronleuchtermodell, Balkon. Angucken. Ein Basilenangriff? Ich muss nicht schon wieder. Ein Basilienangriff, nicht schon wieder. Ansonsten. Ah, das ist doch nicht. Ach, deswegen haben wir vielleicht den Stachel, wenn wir wieder zurückkommen. Dass wir wieder zurück. Also, hier können wir auch nichts mehr machen. Freiheit! Ja, dann gehen wir mal in den Hangar rein. Also können wir hier nur noch im Labor irgendwas machen, aber was? Laura, Rebinebro, Aufzug, Loch. Kann ich irgendwas? Nee. Bauplan, mal Ein angucken. Basilenbauplan. Conroy, dieser Wahnsinnige, hat das Volk die ganze Zeit mit Maschinen terrorisiert. Muss das so mit dem Foul? Aber er macht ja das Ding nicht auf. Ein Aufzug. Er ist leer. Muss ich den vielleicht mit Das war irgendwas doch kommen? jetzt geraten, oder? Hä? Das mache ich nicht. Naja, dann könnte ich. Obwohl, nein. Das könnte Spaß machen. Bringt mir aber nichts. Können wir hier irgendwas? Ich kann aber nichts reingriffeln. Hier ist ja nichts. Hier ist nur der seltsame Typ. Hier ist die Fliege. Ein Knopf. Ich komme nicht ran. Kann ich den K.O.-Tropfen runterjubeln? Das mache ich nicht. Das mit dem Fisch ist ja gut. Wir müssen, ich glaube, wir müssen die Faust da reinmachen. Aber ich brauche irgendwas noch zur, so eine Sprungfeder oder sowas. Wie soll ich denn die mal hin? Weil sonst springt es ja nicht raus. Das bringt mir ja nichts. Kann ich hier mit dem Loch irgendwas reinstochern? Da war mal ein Knopf. Jetzt ist da nur noch ein Loch, das man nicht mehr drücken kann. Kann ich hier mit dem Stachel rein? Ach nee, das hat man schon probiert, ne? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Mit dem Diamanten können wir auch nicht da reinstochern. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich brauche irgendwas, was ein Knopf ähnlich ist. Das wird nicht klappen. Wir brauchen irgendwas, was wie so ein Knopf aussieht, aber was? Armanschlüsse angucken? Ich glaube, diese Anschlüsse führen aus seinem Kopf oder hinein. Er ist mit dem ganzen Hangar verbunden. Gruselig. Sehr gruselig. Aber ich habe immer noch keine Ahnung. Wir brauchen irgendwie so eine. Hier ist ja nur ein Fließband. Aber das bringt uns nichts, ne? Lauras Notiz. Ich glaube nicht. Wir brauchen irgendwie eine Sprungfeder oder sowas. Wo soll ich ihn herbekommen? Also habe ich irgendwas noch im Thron vergessen. Nicht schon wieder. Kann ich hier mich auf Conroys Thron setzen? Vielleicht? Tatsache! Ah!
Man merkt, dass dieser Thron Conroy gehört. Das wäre meine Sprungfeder, die ich benötige. Faust mit Sprungfeder. Eine Faust an einer Sprungfeder. Sitzt wie angegossen. Und dann machen wir noch die K.O.-Tropfen drauf und dann können wir den da niederlocken. Weiß man nicht, wozu. Die perfekte Waffe. Wozu hat der überhaupt K.O.-Tropfen drin, dass er Robert stilllegen kann oder was? Ich lasse den Stachel lieber stecken, damit der Thron offen bleibt. Ah, deswegen. Ich habe mich schon gewundert, warum er so den Stachel noch drin hat. Mann, wegen mit einem Zaunfall. Jetzt können wir aber doch mit dieser komischen Faust einfach die niederknocken, oder nicht? Aber wie kriege ich den? Das Ding kriege ich so auf, ne? Hier, rein, damit, Aufzug. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Dass er nicht sich nicht ausnockt, wundert mich. Und dann können wir doch hier, was haben wir ja schon gemacht? Hier, Fliege, Fischöl, lecker und ab dafür. Schlafe schöne, meine Kleines. Hallo? Wir haben die Blitze ausgeschaltet. Dr. Reminepo, Sie können sich jetzt wieder frei bewegen. Papa, kannst du mich hören? Okay, wir sollten einen Diamanten besorgen. Oh Mist, wo sollen wir denn jetzt einen Diamanten herkriegen? Das ist weniger das Problem, Laurachen, mein Schatz, hier. Hey, Doktor, ich hab den Diamanten. Wow, Flötennase. Danke. Laura, der ist nicht für dich. Aber wenn du willst, kann ich dir auch einen besorgen. Mit einem Ring dran vielleicht? Flötennase, wovon zur Hölle redest du? Nichts, nichts. Nichts, nichts. Wieso sieht denn das hier eigentlich immer so verschwommen aus? Also zumindest auf meinem Bildschirm. Papa! Wollmäuschen. Wollmäuschen? Ich hab dich überall gesucht. Ich bin so froh, dass du noch lebst. Meine kleine Wollmaus. Ich wusste, dass du es schaffst. Wann bist du nur so groß geworden? Egal, für mich wirst du immer mein kleines, süßes Mädchen. Wer ist denn der junge Mann da? Oh, jetzt gibt's Schläge, Robert. Papa, das ist Robert. Er hat mir geholfen. Ach so. Was genau hast du denn mit meiner Tochter zu tun? Was? Nichts. Wir haben uns gerade zum ersten Mal getroffen. Papa, lass doch Flötennase in Ruhe. Er ist echt nett. Die sind am Anfang immer nett. Mir hat es schon immer vor dem Moment gegraut, in dem mein kleines Mädchen... Warte. Flötennase? Du hast überlebt? Ich, weiß nicht, was ihr meint. Du musst mir jetzt gut zuhören. Seit Anbeginn der Zeit gibt es eine geheime Dynastie, die Asposien regiert. Die Mitglieder dieser Dynastie hatten Instrumente als Nasen. Sie brachten den Wind nach Asposien. Sie konnten den Wind kontrollieren, indem sie Musik auf ihren Nasen gemacht haben. Nicht kontrollieren. Sie haben ihn entstehen lassen. Aber die Windmönche? Die wurden vom Oberhaupt der Flötennasen ernannt. Sie sollten den Willen der Dynastie ausführen. Ein Mönch für jeden Brunnen. Die letzten drei vor dem Untergang der Dynastie waren Maleus, Pandur und Conroy. Conroy hatte sehr eigene Ideen, was seine Herrschaft anging. Oh Mann, ich kann mir denken, was passiert ist. Aber warum denn nicht?
weil ich einfach nicht gestatten werde, dass ihr die Todesstrafe wieder einführt. Aber... Das war mein letztes Wort. Wir können ihn so nicht weitermachen lassen. Er ist eine Gefahr. Ich weiß. Bald schon kann er mit uns spielen. Ach, Schatz. Er versucht immer noch ständig, seine eigene Hand zu essen. Gib ihm doch noch ein bisschen Zeit. Zu diesem Zeitpunkt kam Conroy in meine Werkstatt. Ich weigerte mich, ihm zu helfen, aber er drohte, dir etwas anzutun. Ich sollte ihm etwas bauen. Abt Conroy, was führt euch hierher? Ich werde meine Meinung nicht ändern. Ich habe beschlossen, euch noch eine Chance zu geben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, meine uneingeschränkte Macht anzuerkennen. Warum sollte ich das tun? Ich habe die Windgötter auf meiner Seite. Es gibt keine Windgötter. Es gibt nur uns. Ach ja? Bring ihn in Sicherheit! Ich habe versucht, etwas zu unternehmen. Das war meine Mutter, oder? Sie hat es leider nicht geschafft. Conroy hat dich dann mitgenommen. Warum hat er mich nicht auch einfach versteinert? Ohne dich würde es gar keinen Wind mehr geben. Immer wenn ich für ihn spielen musste... Hat sein Brunnen Wind gespendet? Nicht viel. Dazu braucht es das gesamte Orchester. Aber du hast dafür gesorgt, dass wir nicht auf der Stelle erstickten. Flötennase. Es tut mir leid, Junge. Aber du trägst jetzt die Verantwortung. Conroy lässt mich seit 13 Jahren eine Armee aus Basilen zusammenbauen. Wenn wir ihn nicht aufhalten... Was hat er vor? Der Wind wird immer knapper. Er will sämtliche Asposa versteinern, die ihm die Luft wegatmen könnten. Klingt genau nach Conroy. Habt ihr die Murmeln gefunden, die ich versteckt habe? Ja klar, war ganz einfach. Aber was sollen wir mit Murmeln? Wir können jetzt nicht spielen. Wir müssen die Welt retten. Nein, es sind Entsteinerungsmurmeln. Wir müssen sie einem Basilen einsetzen. Nur, wenn wir das Orchester wiedererwecken, können wir Conroy aufhalten. So ein dreckiger Sack, und der Conroy. Zu meinem 5. Geburtstag. Er hat mir erlaubt, dass ich mir selbst einen Kuchen backe. Ich dachte damals, das wäre das Großzügigste, was je ein Vater für sein Kind getan hat. Und dann hat ihn dieser blöde Igel gegessen. Ja, hör mal, ich verstehe total, dass du sauer bist. Sauer? Ich bin nicht einfach nur sauer. Was ist man, wenn man sein Leben lang belogen und betrogen wurde? Er hat mich um meine Familie gebracht. Er hat mich wie Dreck behandelt. Ich bin... Stinksauer? Ich bin stinksauer! So, ich habe die Murmeln eingesetzt. Das Ding sollte jetzt alles entsteinern, was härter als Apfelmus ist. Okario, bist du bereit? Wer ist Okario? Flötennase. Schatz, zeig ein bisschen mehr Respekt. Er ist der legitime Herrscher über Asposien. Okario Boe... Der Dritte. Flötennase. Okario Boe der Dritte. Das klingt viel besser als Robert. Robert find ich besser. Ich finde immer noch, dass Robert schöner klingt. Ah, siehst du, sagt er sogar. Ach, Junge, warum musstest du denn hier rumschnüffeln? Jetzt muss ich euch alle umbringen. Laura, schnell! Flötennase, lauf! Nicht schon wieder! Genug! Lass die Basilen los! Ich war viel zu lange nett! Ich hab sogar die Wache versteinert! Was ist das denn für ein Drecksack? Ach, zumindest der Knirpsel hält jetzt seine Klappe. Wow, interessant, dass ich das ohne einen Kratzer überlebt habe. Oh nein,
Jetzt habe ich einen Entsteinerungsbasilen, aber er ist kaputt. Ich hätte damit keine Bruchlandung hinlegen sollen. Ach komm schon, oder? Wir sind wieder zurück. Ich kann zum Empfang. Komm, wir gehen mal zum Empfang. Ich will mal rein. Kaugummis? Warum Kaugummis? Warum liegen da Kaugummis? Und was ist mit den Keksen passiert? Die gibt es nicht mehr. Seitdem irgendjemand versucht hat, mit meinem Rührgerät Glassplitter, Rost und Steinstaub zu mixen. Kaugummis sind toll. Schöne Kaugummis, kann ich sie mitnehmen? Au, die sind ja steinhart. Was ist mit den Weichkeksen passiert? Die seit ja, das haben wir. Das haben wir schon. Hallo, Stevie, wie geht's, wie steht's? Hallo, wie geht's so, euer Gnaden? Was kann ich für Sie tun? Es geht um die meine Dynastie. Wir müssen die Dynastie retten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mit der Dynastie ist alles in bester Ordnung. Erst gestern hat Okario Boe 2 zu mir gesagt, was für einen tollen Job ich hier mache. Mensch, Steve, jetzt wach endlich auf. Was redest du da für einen Unsinn? Pete, halt dich da raus! Oh Mann. Nur folgt. Doch, das stimmt aber. Wir müssen... Nein, ich muss gar nichts. Doch, wir gehen jetzt. Wir müssen... Nein! Okay, mehr kann man... Danke für deine... eure Hilfe. Jederzeit. Kann ich mit Pete sprechen? Das ist Steves Spiegel und bester Freund Pete. Kann ich mit Pete sprechen? Nee, kann... Hey! Gib ihm den Spiegel. Nein! Und das ist mein letztes Wort. Jetzt gib mir den Spiegel. Hallo, Steve. Hallo, was kann ich... Ah, hier, der Spiegel. Warum kann ich den Spiegel denn nicht haben? Rühr ihn nicht an! Steve, wenn er den Spiegel haben will, dann gib ihm das Ding. Nein! Wenn du meinen Spiegel nicht in Ruhe lässt, verweise ich dich des Hauses. Weißt du eigentlich, mit wem du gerade redest? Vor dir steht Okarios Junge. Kann nicht sein. Der Thronfolger ist doch ein Baby. Aber das bin ich. Ich meine, das war ich. Ich bin das Baby. Du siehst nicht aus wie ein Baby. Ich muss mich für meinen Kollegen entschuldigen, euer Gnaden. Er ist ein Idiot. Ach, wirklich ein Idiot? Pete, komm schon. Pete, kannst du mir helfen, den Spiegel zu bekommen? Ich tue, was ich kann, um diesen ignoranten Idioten zu überzeugen. Das habe ich gehört. Der Spiegel steht nicht zur Diskussion. Der Junge hat dir einen Befehl gegeben. Wer ist er schon? Ich wüsste nicht, warum ich... Er ist der Thronfolger. Wir schulden den Boes Gehorsam. Nein, ist er nicht. Der Thronfolger kann nicht mal krabbeln. Hey, ich kann krabbeln. Ich krabbel sogar sehr gut. Das ist 15 Jahre her. Das Konvent liegt in Schutt und Asche. Öffne endlich die Augen. Hier liegt überhaupt nichts in Asche. Doch. Ich weiß nicht, warum du so etwas sagst. Hör auf. Der König ist tot und mit ihm die ganze Dynastie. Sei still. Und das nur, weil du Conroy die Tür geöffnet hast. Aufhören. Ich wusste doch nicht. Er konnte es ja nicht wissen. Das ist alles deine Schuld. Sieh dich um. Das hier ist alles, was geblieben ist. Kein Gold mehr und keine Musik. Du hast Unglück hineingelassen. Nein! Hat sich selbst ausgenockt. Wie geil ist das denn? Aber in einer Hinsicht... Er hat sich selber K.O. geschlagen. Ich bin nicht ansatzweise so überrascht, wie ich vielleicht sein sollte. Ja, oh, Scherben. Kann ich die mitnehmen? Au! Die kann ich so nicht aufheben. Die sind viel zu scharf. Scharf? Sind sie scharf? Ein verschlafenes Phosphorus. Mitnehmen? Phosphorus schläft. Okay. Ja, eigentlich kann ja der Steve, Pete, ich weiß ja nicht, wer Pete glaube, kann ja nichts dafür. Er wusste ja zu diesem Zeitpunkt ja nicht, dass ja... oh, hier ist ja noch ein schlafendes Phosphorus. Nehmen wir auch gleich mit.
Er konnte ja zu diesem Zeitpunkt ja nicht wissen, dass Conway ja Böses vorhatte, ne? Er hat ja nur seine Pflicht getan. Hallo? Wie geht's? Wie steht's? Wie war dein Tag? Ein wenig einsam, aber ganz nett. Ich habe mich vorhin mit einer Stechmücke angelegt. Und? Sie zersetzt sich gerade in meinem Magen und macht Mundgeruch, das kleine Miststück. Man riecht das doch nicht etwa? Nein, nein. Ach, also doch, ich wusste es. Ist es sehr schlimm? Man riecht es kaum. Mundgeruch. Mundgeruch ist doch nicht so schlimm. Putz dir doch die Zähne. Nein, die Bürste müsste schon aus Edelstahl sein. Das kriegen wir hin. Ich habe gehört, das Kauen auf Wurzeln soll helfen. Ach, davon bekomme ich Sodbrennen. Aber danke, Süße, dass du dir um mich Sorgen machst. Ach, Schrofeline. Oh. Ach, Schrofeline, Basilien? Hast du die riesigen Basilien gesehen? Klar. Der eine hat mich blöd angeguckt, da habe ich ihm erstmal meine Meinung gesagt. Und du bist nicht versteinert worden? Nein, ich lasse mich doch nicht von diesem hässlichen, haarigen Vieh versteinern. Wow, du bist wirklich tapfer. Aber von dir würde ich mich sofort versteinern lassen. Später vielleicht. Ach ja, vielleicht später vielleicht. War nett, mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Kannst mich gerne wieder besuchen. Okay. Aber allein. Okay. Wieso? Ich bin noch allein. Was hast du denn? Ah, apropos Mundgeruch. Hier, Kaugummis. Sollen ja, glaube ich, helfen, oder? Willst du einen Kaugummi? Klar, gib her. Was, Blase? Was, Blase? Nein, dann werden nur meine Hände klebrig. Na ja, gut, dann lassen wir Schrofeline mit ihrem Kaugummi allein, aber wir müssen irgendwas ja, mit den Kaugummi dann machen. Gibt's hier noch irgendwas? Die ganze Kaugummischüssel kann ich nicht mitnehmen, ne? Geht nicht. Ich brauche nicht noch eins. Du hast gar nichts. Du hast nur noch schlafende Phosphos bei dir. Oh, hier ist ja noch das Schild. Ein glänzender Schild. Wenn ich hineinschaue, sehe ich das Bild eines Thronfolgers. Oh das? Mann, wo bin ich hier nur hineingeraten? Frage ich mich manchmal auch. Hier, Schild nehmen. Ach, das kann man mitnehmen. Guck mal, glänzt er sogar. Ach ja, zur Windkapelle können wir ja auch. Mann, Mann, Mann. Ach, guck mal, wer hier ist. Herr von Hack. Und ein schlafendes Phosphos. Das nehmen wir natürlich wieder mit. Überall liegen die schlafenden Phosphos rum. Hallo, Hack. Hack, wo kommst du denn her? Hallo, Hack, kann ich dich mitnehmen? Komm mit, wir retten jetzt die Welt. Genau, einfach mal die... Was hat denn der noch hier drin? Ach, einen alten Fisch. Einen alten Fisch, Hack und was haben wir noch? Ein Bremsschirm. Ich will gar nicht wissen, wie die Landung verlaufen wäre, wenn ich den nicht gehabt hätte. Tja, das hätten wir wohl alle nicht gewusst. Was haben wir denn hier? Kann ich die Phosphos da in den Sack tun? Ein kleines Phosphos liegt allein im Schirm. Okay. Zwei kleine Phosphos liegen zusammen im Schirm. Und zu, das sind drei? Drei kleine Phosphos liegen im Schirm. Phosphos. Drei kleine Phosphos im Schirm. Ach du Heiliger. So, was bringt mir das? Da liegen drei Phosphos drin. Ich selbst habe sie dort hineingelegt. Ach nee, das ist mir klar. Ein Basil, kann ich nicht... Warte mal, kann ich die irgendwie aktivieren? Oh. Okay. Fest verschlossen. Aha, ist fest verschlossen das Ding, okay. Kann man das Ding hier reinmachen? Okay, drehen. Können wir das drehen? Vielleicht ein wenig drehen. Und wo schießt es dann jetzt dann hin? Warte mal.
Auslöser. Muss doch irgendwo hinschießen. Ah, es schießt in die Windkapelle. Okay, was machen wir da jetzt in der Windkapelle? Hat es irgendwas getroffen? Nö. Doch, hier, ein Einschussloch. Okay. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich auch nicht, mein Gutster. Das weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt nur noch Hack und den alten Fisch. Was bringt mir was? Nichts. Und was, wenn ich das Shit nochmal drehe? Vielleicht ein wenig drehen. Bringt mich das was? Meine Güte, das hätte auch schief gehen können. Ja, Robert, du stehst so geschildert. Das Gehirn. Das Gehirn. Einfach man mitnehmen. Man kann nie genug Hirn haben. Aha. Man kann nie genug Hirn haben. Okay. Ja gut, ich sag jetzt erstmal, schauen wir, wir sind uns in der nächsten Folge von See in der Wirt wieder. Und ich gehe mal davon aus, dass es dann auch so das Finale sein wird. Soweit es geht. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.